ist mal wieder leichter Lebenszeit. Ein herzliches Hallo nach Hause. Und heute haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Thema für Sie. Denn es geht um das Baden der etwas anderen Art. Bei diesen hitzigen Temperaturen gerade hier in Berlin kann man ein gutes Bad ja auch wirklich mal gut gebrauchen. Bettina Lemke ist zu uns gekommen. Die hat nämlich ein Buch geschrieben, ein kleines Buch. Nämlich das kleine Buch vom Waldbaden. Und ob du damit wirklich das Wasserbaden meinst oder doch ein etwas anderes Baden, das wirst du uns gleich noch erzählen. Außerdem freue ich mich über den Besuch von Frank Bernotat. Der ist ja immer, wenn er zu uns ins Studio kommt, gut gelaunt. Wobei, ich habe dich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Du bist ja quasi der Lachsack, finde ich, von Astro TV. Oh, das kannst du jetzt so ja nicht sagen. Ich kann auch sehr ernst sein. Ja, das mag sein. Aber immer, wenn du da bist, bringst du uns wirklich zum Lachen und zum Strahlen. Das ist ja was Schönes. Genau. Es ist auch ein Thema quasi von dir heute. Richtig, denn richtig. Du steckst uns mit deinem Lachen ganz oft an, mit einem guten Gefühl, aber genauso kann man Menschen mit einem schlechten Gefühl anstecken. Absolut. Und was man dagegen tun kann, das wirst du uns heute noch verraten. Und das war jetzt total eben schön mit deiner Körperhaltung. Du hast nämlich, als du gesagt hast, du steckst uns mit deinem guten Gefühl an, bist du zu mir gekommen. Und als du dann gesagt hast, du kannst aber auch, bist du von mir weggegangen. Und das ist ja voll cool, dass wir das jetzt hier auch mal live erleben, was wirklich passiert, wenn man positiv auf die Menschen zukommt. Ja, und da du meine Körpersprache so gut lernst oder lesen kannst, weißt du auch, dass du ein sehr gern gesehener Gast bei uns bist, weil sonst würde ich mich jetzt nicht schon wieder hier vorne rüber lehnen. Frank Bernotat, auf unser Gespräch freue ich mich auch gleich. Ist doch schon schön, oder? Wenn man gleich mit guter Laune empfangen wird. Und es geht heute auch ein bisschen um gute Laune, denn wir alle können etwas dafür tun, dass wir uns kräftigen. Und ja, der Wald und das Waldbaden spielt da eine ganz große Rolle. Bettina, du bist Autorin, das ist nicht dein erstes Buch, das du zum Thema quasi eines leichteren Lebens geschrieben hast, aber es ist ein Buch, das sich lohnt vorzustellen, weil es sind neue Erkenntnisse, die eigentlich gar nicht neu sind, da drin enthalten, oder? Mhm. Genau, also ich glaube, wir alle wissen, wer schon mal im Wald war, und ich glaube, das war so ziemlich jeder, dass der Wald uns gut tut. Das kann man einfach erleben, ja, das braucht man gar nicht lange erklären. Aber es gibt mittlerweile eben wirklich Forschung, sehr aktive Forschung, die belegt, welche positiven Wirkungen der Wald tatsächlich hat. Also da wird in Japan ganz intensiv geforscht, und da gibt es seit 2012 sogar einen Forschungsbereich an den Universitäten, der nennt sich Waldmedizin, Forest Medicine. Das heißt, die Leute befassen sich da tatsächlich ausschließlich damit, welche Wirkungen hat der Wald, was passiert genau. Und das ist noch ein sehr großes, unerforschtes Feld auch. Also man hat einige Erkenntnisse gewonnen und kann jetzt diese positiven Wirkungen, die jeder spürt, auf ein wissenschaftlich fundiertes Fundament stellen. Aber es wird intensiv weiter geforscht, und das geht jetzt auch in die USA und weltweit, weil da gibt es einfach sehr viele komplexe Zusammenhänge, und da wird noch viel zu erkennen und zu entdecken sein. Ja, in Japan, und das habe ich auch gelesen, da ist es sogar quasi von Ärzten rezeptpflichtig, kann man sich da das Waldbaden quasi vom Arzt mit einem Attest wahrscheinlich geben lassen. Mhm. Denn auch da hat man wirklich festgestellt, dass es eben den Menschen so gut tut. Selbstheilungskräfte oder was passiert da? Mhm. Also das ist, da haben die in Japan schon in den 80er Jahren damit angefangen. Und es ist nicht rezeptpflichtig, weil man darf natürlich auch ohne Rezept in den Wald gehen, aber es ist tatsächlich so, dass Ärzte ihren Patienten den Waldspaziergang auf Rezept verschreiben. Also dass die sagen, das tut dir gut. Unglücklich von mir ausgedrückt, ja, das meinte ich eigentlich. Nur noch mal zur Klarstellung, genau. Und das heißt, die gehen hin, die sind, was weiß ich, sind sie gestresst oder haben alle möglichen Beschwerden, weil der Wald eben alle möglichen Beschwerden sich darauf positiv auswirkt. Und denen wird verordnet dann, als Teil der Therapie, geh in den Wald. Und in Japan gibt es mehrere Therapiewälder sozusagen. Ja? Also die sind wirklich dafür da, dass die Leute dorthin gehen, sich eine Auszeit nehmen, absichtslos dorthin gehen, also jetzt nicht mit Fitnessprogramm und mit irgendwie da durchrennen, joggenderweise, was nicht schlecht ist, aber in dem Fall ist es so, man soll einfach in Ruhe dahin gehen, sich Zeit für sich nehmen, zu sich finden und die positiven Wirkungen des Waldes auf sich wirken lassen. Jetzt ist es ja nichts Neues, dass Bäume uns kräftigen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann es losgegangen ist, waren es die 90er Jahre, wo man wirklich Menschen in den Wäldern gesehen hat, die ja quasi Liebesbeziehungen zu den Bäumen aufgebaut haben.
angeschaut haben, mhm. die Bäume umarmt haben, mhm. Die belächelt worden sind, weil man sich gedacht hat, was soll denn dieser Blödsinn mhm. eigentlich? Auch da hat man wirklich diese Erkenntnisse bekommen, nämlich dass diese Ausstrahlung der Bäume, dass diese Kraft der Bäume tatsächlich auch wirklich in uns übergehen kann. Mhm. Also heute ist es nicht mehr ungewöhnlich. Ja, es ist nicht ungewöhnlich. Und das eine ist so die Kraft, was man selber spürt und empfindet, wenn man im Wald ist, wenn man den Bezug zum Baum auch hat. Es gibt ja auch verschiedene Bäume, die haben eine verschiedene Ausstrahlung und jeder Mensch wird sich so ein bisschen zu anderen Bäumen hingezogen fühlen, auch je nach Tagesstimmung. Mal möchte man vielleicht zu einer wirklich mächtigen Eiche, die einem irgendwie so diese Weisheit vermittelt und Kraft vermittelt. Und im Frühling, wenn das Leben wieder so neu erwacht und beginnt, dann will man vielleicht eher so zur Birke, ja, die für die Frische und Erneuerung steht. Das ist so die eine Ebene. Und die andere Ebene ist aber, dass Bäume, die stoßen ja die sogenannten Phytonzide aus, das sind Duftstoffe, und kommunizieren über diese Duftstoffe auch miteinander. Und die sind zum Teil dafür da, um Fressfeinde abzuwehren. Also wenn jetzt da jemand, so der Käfer zum Blatt kommt und das anknabbert, dann fühlt sich der Baum bedroht, stößt diese Phytonzide aus und bekämpft damit diese Fressfeinde und kommuniziert aber auch mit anderen Bäumen auf die Art und Weise, die dann, bevor die Käfer überhaupt bei ihm gelandet sind, diese Phytonzide auch produziert. Mhm. Und diese Phytonzide, die haben positive gesundheitliche Wirkungen auf uns und die sind messbar. Mhm. Also man hat zum Beispiel herausgefunden, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Ja, dass es sogar eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs hat, diese Phytonzide. Da werden verschiedene Antikrebsproteine gebildet. Es ist kein Gesundheitsbuch, mhm. das muss man auch sagen. Mhm. Und man muss immer mit diesen Aussagen, was gerade auch die Heilwirkung zu tun hat, immer ein bisschen vorsichtig sein. Wobei ich ja da immer sage, es ist die Kraft der Natur. Das heißt, mhm. man verschreibt ja nicht irgendetwas, sondern es ist wirklich etwas, wo die Menschen hingehen können und eben die Balance, die Kräftigung aufatmen können. Ne? Mhm, genau. Also das ist eben, das eine ist das subjektive Empfinden. Und jeder, der sich nur vorstellt, in den Wald zu gehen oder es gibt auch Studien tatsächlich, da bin ich zwar wieder bei den Studien, aber Krankenhauspatienten, die zum Beispiel aus dem Krankenhausfenster auf Bäume schauen konnten, die wurden schneller entlassen und brauchten weniger Schmerzmittel als jetzt Patienten, die meinetwegen auf eine Betonmauer geschaut haben. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel messbar, dass allein der Anblick des Waldes heilen kann. Und diese krebsvorbeugenden Wirkungen, die sind auch tatsächlich so im Labor getestet worden. Also die haben dann wirklich Phytonzide isoliert und haben die auf Krebszellen angesetzt. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt Krebs habe, ich gehe in den Wald, dann kann ich nicht sagen, ich werde jetzt geheilt. Aber es hat auf alle Fälle eine positive Wirkung auf das Immunsystem. Ja, das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen. Mhm. Wir alle wissen, dass wer mal im Krankenhaus gelegen hat, dass man sagt, Krankenhaus macht einen krank, mhm. weil es einfach eine kalte Atmosphäre ist, weil es mhm. steril ist, weil man sich eben nicht wohlfühlt. Mhm. Und dabei ist es eben gerade zur Genesung so wichtig, dass man etwas hat, was einem Kraft gibt, wo mhm. man sich wohlfühlt. Ich habe dir vor der Sendung auch erzählt, Beelitz-Hallstätten, die in der Nähe von Berlin sind, das ist mittlerweile eher so eine Ruinenlandschaft. Zum einen Teil, zum anderen werden sie aber noch wirklich auch als Heilstätten genutzt. Und da ist in den 20er Jahren ja schon festgestellt worden, dass es nicht unbedingt um die medizinische Versorgung vor Ort gegangen ist, mhm. sondern um die Location. Und auch die mhm. sind mitten im Wald gewesen. Und da war eine Lungenklinik, also lungenkranke Patienten. Und die sind eben auch wieder gesundet, aber nicht, weil sie andere Medikamente mhm. bekommen haben, sondern weil sie sich einfach nur wohlgehen haben ganz lassen. Genau, ne? Ganz genau. Also es hieß ja auch früher, war Tuberkulose nicht heilbar. Aber man hat eben festgestellt, dass Kliniken, die in Waldnähe waren, dass sie dort oft Heilungserfolge hatten. Mhm. Also das sind so Erfahrungswerte. Das hat es früher auch schon gegeben. Der Wald hatte seine Wirkung schon immer. Nur wir entdecken sie jetzt irgendwo wieder neu. Und vielleicht noch zu dem Begriff Waldbaden. Das Waldbaden, damit ist nicht gemeint jetzt, dass man in einen Waldsee eintaucht, wobei das natürlich kann man auch machen, wenn man Lust darauf hat. Ja, eine tolle Verknüpfung. Aber das kommt aus dem Japanischen, der Begriff Shinrin-yoku, und bedeutet in der Atmosphäre des Waldes baden oder die Atmosphäre des Waldes atmen. Mhm. Und da kann man sich wieder vorstellen, dass die Bäume eben diese Duftstoffe ausstoßen und dass man die wirklich wunderbar einatmet, in sich aufnimmt.
kommt. Und das ist eben, das sagt dieser Begriff Waldbaden. Ja, und ich glaube, jeder von uns, der einen Waldspaziergang macht, der weiß auch, dass er den Wald riecht und dass man da eine ganz andere Atmosphäre verspürt. Ich glaube, das war schon jedem klar, was du mit diesem Begriff Waldbaden meinst, nämlich eben nicht dieses Klassische, sondern ja, einfach mal zur Ruhe zu kommen, sich da auch vielleicht mal hinzulegen, auf eine Decke zu legen und einfach mal wirklich dieses Bad im Wald genießen. Wie bist du selber dazu gekommen? Ich habe mit einer Freundin zusammengesessen und die brachte diesen Begriff auf und dann haben wir darüber geredet und da hat es bei mir sofort geklingelt, weil ich einen sehr starken Naturbezug habe, schon seit Kindheit. Ich war immer sehr viel im Wald unterwegs. Eigentlich waren wir bei gutem oder schlechtem Wetter immer draußen und in meinem Wohnort war der Wald praktisch eine halbe Minute von meinem Haus entfernt und da war ich immer in den Isarauen unterwegs und habe dort mit einer Freundin oft zusammen einfach Abenteuer erlebt und stundenlang da durchgestromert und so weiter. Und dieser Naturbezug, der ist eigentlich immer erhalten geblieben. Also ich bin, wenn es irgendwie geht, draußen, ob mit Fahrrad, ob wandernd, ob beim Waldbaden. Mhm. Und von daher, als ich diesen Begriff gehört habe, war mir so klar, dass der Wald gut ist und dass es sich lohnt, da mal ein Buch drüber zu schreiben und eben jetzt zu zeigen, dass es neue Erkenntnisse gibt und dass wir uns nicht getäuscht haben, die Leute, die das sowieso immer schon wussten und um vielleicht andere Leute anzuregen, die auch immer wieder vergessen. Also wir vergessen ja oft in unserem großstädtischen Leben, wir sind getaktet, wir haben Handy, wir haben E-Mail, wir haben sehr viele Impulse und sind manchmal in so einer Arbeitsmühle drin und dass wir uns einfach erinnern, es gibt den Wald, es ist in Deutschland, ein Drittel der Fläche ist von Wald bedeckt. Das heißt, jeder, wirklich jeder kann dahin gehen und die positiven Wirkungen für sich nutzen. Ich finde, das ist eine wunderbare, ja, vielleicht auch Challenge wieder für die Zuschauer, wirklich auch mal zu sagen, ja, genießt es doch mal. Man muss manchmal gar nicht so weit fahren, um wirklich auch einen tollen Wald noch zu finden, Gott sei Dank. Mhm. Und was man auf jeden Fall in der Tasche haben sollte, ist das kleine Buch vom Waldbaden. Mhm. Denn da sind sehr, sehr viele schöne, nette Geschichten drinnen, beziehungsweise auch, wie man den Wald besonders gut nutzen kann. Wir werden nachher natürlich noch mal ein bisschen genauer reingucken, ja, warum man dieses Buch am besten beim nächsten Waldspaziergang dabei haben sollte. Und Sie können sich wie immer freuen, denn es gibt natürlich auch heute wieder das kleine Buch vom Waldbaden zu gewinnen. Und Sie, ja, Sie können natürlich mitmachen. Bis 15 Uhr ist wie immer unser Anrufbeantworter geschaltet. Der kurze Hinweis auch heute darf nicht fehlen, nämlich dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, dass es mobil gegebenenfalls auch etwas teurer sein kann, dass wir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erreichen sind. 18 Jahre sollten Sie sein und das Ganze können Sie noch mal nachlesen unter www.astrotv.de. Und heute geht es um, auch wieder eine echt schwierige Frage, denn wir wollen heute wirklich wissen, bei dem heutigen Thema von Bettina Lemke, da geht es A um Waldbaden oder B um Achterbahnfahren. Wenn Sie die richtige Lösung wissen, dann sprechen Sie sie auf unseren Anrufbeantworter. Da haben Sie ein kleines, schönes Taschenbuch quasi immer dabei. Macht Spaß, ne? Also auch der Bettina zuzuhören und sich zu überlegen. Ja, eigentlich, wann warst du das letzte Mal einen Waldspaziergang machen? Weißt du das? Und das ist eine gute Frage. Es ist schon echt etwas her. Aber ich habe mich so in dem Gespräch auch wiedergefunden in dem Wald. Und da geht es mir immer total gut. Und ich glaube, zu wissen, dass wir Menschen nie einen Geruch vergessen. Das heißt also, dieser Erinnerungseffekt ist immer total da. Und mein Opa, der war andauernd mit mir im Wald. Also ich habe da wirklich auch immer ein gutes Gefühl dazu. Ich liebe auch das Meer, aber beim Wald fühlt man sich immer, oder fühle ich mich immer so geborgen. Also eine super schöne Sache. Ja, es sind die Düfte, es ist die Luft, die einfach doch ein bisschen anders ist. Ja, und das sind die schönen Erinnerungen, die man quasi wirklich auch jetzt noch zum Waldbaden hat. Ne? Also ja. Waldbaden, ein toller Begriff. Und dass ein Drittel in Deutschland Wald ist, das wusste ich gar nicht. Und wie Bettina eben auch sagte, es kann sich jeder leisten, auch mal in den Wald zu gehen. Mhm. Wirklich jeder. Da braucht man nur etwas Zeit. Und hier in Berlin gibt es ja wundervolle Wälder. Ja, es ist auch so schön. Wir hatten neulich ein kleines Sommerfest bei uns im Garten und wir haben im Garten so einen Kirschbaum stehen. Und Bekannte haben sich dann einfach mal mit so einer Picknickdecke so unter diesen Kirschbaum gesetzt. Und auch das war ein Bild, das hat so viel Ruhe und so viel Kraft und so viel Schönes ausgestrahlt, dass ich mir gedacht habe, warum sind wir noch nie auf die Idee gekommen, uns mal mit einer Decke unter diesen Kirschbaum zu setzen. Aber das war irgendwie so ein ganz magisches Bild. Und
Das war echt schön. Bist du sonst generell jemand, der die Natur auch mag? Also bist du viel draußen unterwegs? Ja. Also da, wo ich wohne, da ist in unmittelbarer Nähe ein See. Da läufst du einmal 25 Minuten rum. Und ich laufe da wirklich, wenn ich kann, jeden Morgen 1 bis 2 Runden, um einfach, ich mag das ja so gerne, ich rieche so gerne Wasser und auch den Wald. Ja, der Wald ist ein bisschen weiter entfernt, aber auch eine ganz tolle Idee, habe ich sofort gedacht. Da bist du auch jetzt, wenn ich wieder nach Hause fahre, muss ich auch mal in den Wald. Wir gucken nachher natürlich gleich noch ein bisschen genauer in das Buch rein. Und da sind viele, viele schöne Anregungen natürlich auch enthalten. Also ist schon auch die Natur quasi ein bisschen ein Hobby von dir. Denn wir wollten heute so ein bisschen über Hobbys auch mal von euch Beratern reden. Also was es so gibt, was man noch so gar nicht von euch weiß. Und das Lustige ist, du hast geschrieben, das interessiert doch die Zuschauer gar nicht. Lass uns doch gar nicht darüber reden. Denn wir kennen dich natürlich alle als Münzensammler. Allerdings nur von einer ganz bestimmten Münze, die du immer wieder präsentierst. Du hast sie natürlich hier auch mitgebracht. Natürlich. Und das ist die Silbermünze von Dem Erzengel Michael. Der dir ja irgendwie auch zugeführt worden ist. Das ist jetzt echt schön, dass du das so sagst. Also vor gut 1,5 Jahren ist mir der Erzengel Michael erschienen und hat gesagt, du Frank, biete doch mal einfach deinen Zuschauern etwas ganz Großartiges an, nämlich die Trennung der alten Muster. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, du, ich verstehe ja die Trennung, was das ist, aber wie kann ich das denn besonders gut meinen Zuschauern nahe bringen? Und da ist es eben so, dass wir Blockaden lösen wollen, der Erzengel Michael und ich. Und mir ist dann diese Münze, es gibt ja keine Zufälle, aber mir ist diese Münze praktisch über den Weg gelaufen. Und da habe ich gedacht, wow, dann kann man auch noch mal, ich bin immer jemand, ich brauche immer irgendwas zum Festhalten oder so. Und es ist auch ein ganz toller Talisman, muss ich wirklich sagen. Und noch mal einmal ganz kurz, das zu Ende zu bringen. Die Trennung der alten Muster ist ganz, ganz toll und effektiv für jemanden, der vielleicht Blockaden hat in Bezug auf Liebe. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der immer auf den verkehrten Partner setzt. Auch das ist ja eine riesige Blockade. Die wird einfach durch diese Trennung der alten Muster gelöst. Ich mache das dann 1-2 Mal im Monat, meistens in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder bei Neumond geht es natürlich auch besonders gut. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das echt so super effektiv ist. Also es ist auch was Einfaches. Viele sagen, ja, wenn du eine Blockade verlierst, dann musst du erstmal 25 Kilometer in die Richtung gehen. Und du kennst mich, ich bin eher der einfache Mensch. Ich brauche was Einfaches und klar. Und so haben wir es jetzt auch gemacht. Und ich muss sagen, mit sehr, sehr großem Erfolg. Also ich werde häufig angerufen, auch nach der Sendung, und gesagt, du Frank, seitdem wir die Trennung der alten Muster gemacht haben, bin ich auf einmal viel energetischer und ich ziehe auf einmal wieder Menschen an, die fröhlich sind. Und das ist toll. Und diese Münzen, die kriegt man natürlich auf der einen Seite auch über dich, also hier diese Erzengel Michael-Münzen, oder natürlich morgen nochmal bei Leichter Leben, denn du hast uns eine mitgebracht, aber wie gesagt, heute geht es um Waldbaden, aber dafür können die Zuschauer sich morgen freuen, denn morgen verlosen wir quasi die Erzengel Michael-Münze. Allerdings natürlich die Frage, die gibt es auch erst morgen, also um 14 Uhr einschalten, wenn sie die Münze bekommen können. Denn Münzen, das war ja nicht nur der Erzengel Michael, und das ist ja dieses Verrückte, dass so eine Münze zu dir gekommen ist, sondern du hast ja Münzen schon früher gesammelt, allerdings der etwas anderen Art. Ich bin ja ein Kind der 80er, muss ich gestehen. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, also ich habe einfach mal 3-4 Münzen mitgebracht. Einmal Superman. Das ist ja auch ein toller Talisman in irgendeiner Form. Wir reden ja davon, dass Dinge uns unterstützen sollen. Und ich meine, wenn man natürlich irgendwie so eine Superman-Münze in der Hosentasche hat, dann hat man vielleicht auch gleich wenig die Superkräfte, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wann hast du angefangen wirklich mit der Münzsammlerei? Das ist wirklich noch gar nicht so lange her. Also 3-4 Jahre. Erst so spät, ja? Weil ich kann mich erinnern, es war mal total aktuell. Also mein Vater hat, glaube ich, auch in den 70er Jahren wirklich so eine richtige, also wir haben eine richtige Münzsammlung zu Hause. Toll. Das hat er dann an meinen Bruder auch irgendwie abgegeben. Mhm. Und der hat früher auch Münzen gesammelt. Macht man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so aktuell. Aber die lassen sich ja tolle Sachen einfallen, wie jetzt hier den Superman. Oder ich habe hier noch Darth Vader von Star Wars.
Ja, das, also ich finde, so einfach platt so einen Krügerrand zu sammeln, ist vielleicht heute gar nicht mehr so aktuell. Also für mich, ich habe an diesen Münzen wirklich ganz viel Freude. Und ich habe natürlich auch noch als bekennender Trekkie, als Enterprise-Fan, mit dem fing das Ganze eigentlich an, das ganze Münzsammeln. Hier. Genau, ja, du bist einfach toll. Du bist einfach toll. Ich kann es mit beiden Händen. Da merkt man aber auch unsere Generation, oder? Wir mussten es mal ganz lange. Genial, ja, ich weiß, Max, genial, dass du es auch kannst. Aber das war so damals wirklich so die typische Begrüßung oder so. Lebe lang und in Frieden. Ja, toll. Sind die auch richtig was wert mittlerweile? Also ja. Sind das so richtige Sammlerstücke? Ja. Also die Münzen, die du da hast, das ist also. Die ist jetzt nicht ganz so viel wert, weil das nur 5,85er Gold ist. Aber sonst hier der Darth Vader oder ich habe hier noch den Star Trooper. Das ist den also Star wirklich Trooper? Von auch von Star Wars, mhm, der Kämpfer. Und die sind also 31,3 Gramm schwer, glaube ich, also eine Unze. Und oh ja, da ist dann schon auch etwas. Aber das Tolle ist, im Moment ist der Münzpreis sehr niedrig, also der Goldpreis ist sehr niedrig. Also wer da Spaß hat, kann da ja vielleicht auch mal. Also es ist einfach so, ich habe jetzt nicht viele. Das ist so fast mein Ganzes, was ich habe. Und das lege ich mir dann ab und zu, wenn ich mal so einen kleinen Kick brauche, dass es mir wieder gut geht, dann gucke ich sie mir einfach an. Und das ist, also ich funktioniere einfach wirklich mit Bilder. Das Münzbaden quasi, deswegen geht's auch dem Dagobert Duck so gut, oder? Lieber Frank, ich komme gleich noch mal zu dir, denn das ist immer eine Freude, wenn du da bist. Und natürlich wollen wir aber auch ein bisschen noch unseren Zuschauern kleine Hilfestellungen geben, die du im Anschluss an Leichterleben ja auch wieder geben wirst. Ja. Und dann bist du bei Astro TV natürlich auch ab 15 Uhr zu erreichen. Aber es geht auch wirklich um ja quasi Körpersprache, die wir im Unterbewusstsein auch in uns tragen. Also eigentlich ist es wirklich so ein bisschen was, wir verraten ganz viel über das, was wir tun, auch wenn wir es noch nicht mal verraten wollten. Absolut richtig. Deine Gedanken, unsere Körper unterhalten sich permanent. Sympathie wird ausgestrahlt. Oder auch, das ist ja mein Schwiegermutter-Trick, ich weiß nicht, ob wir das einmal kurz erwähnen dürfen. Natürlich, dass auch Antipathie, meinst genau, du, jetzt also ausgestrahlt werden kann. Ich muss gestehen, ich habe die allerbeste Schwiegermutter der Welt. Aber es gibt ja so viele Menschen, die mit einer Person nicht so gut zurechtkommen. Und da gibt es wirklich ein ganz, ganz tolles, ein tolles Werkzeug, um einfach wieder beliebter zu sein. Genau. Und einen besseren Cliffhanger als den kannst du mir nicht geben, denn das Werkzeug, das verraten wir Ihnen natürlich erst gleich sozusagen. Okay. Dann bekommen Sie das an die Hand. Jetzt machen wir erst ein kurzes Päuschen. Und dann wollen wir uns noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Waldbaden beschäftigen. Freuen Sie sich auf Thorsten Gabriel in seinem eigenen TV-Shop bei Astro TV. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Der Thorsten Gabriel TV-Shop ab 24. August auf Astro TV. Wir freuen uns auf Sie. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. In Balance durch die Kraft der Natur, und das kann so einfach sein. Und ich glaube, jeder, der einen Waldspaziergang noch in Erinnerung hat, der weiß, wie kräftigend die Kraft der Natur gerade im Wald auf einen rüberkommen kann, wie sehr man sie transportiert. Wir wollen hier keine Heilversprechungen oder sonst irgendetwas machen, aber wir wissen ja, dass wir aus der Natur sehr, sehr viele Möglichkeiten ziehen können, die uns gut tun. Und natürlich muss man, wenn man erkrankt ist,
natürlich auch noch den Arzt aufsuchen. Aber man kann natürlich trotzdem auch ein bisschen was noch für sich selber tun. Und da geht es um die Seele, da geht es vielleicht auch um die Selbstheilung. Ne? Ja, genau. Und ich denke, es kann einfach jeder für sich ausprobieren. Jeder kann in den Wald gehen. Der Zugang ist sowas von leicht. Also man braucht überhaupt kein Instrument. Also man braucht keinen Tennisschläger, kein Werkzeug, gar nichts. Man Barfuß muss sich einfach kann man nur, quasi genau, auch durch den Wald laufen. Ganz genau, sehr schönes Stichwort. Also ich beschreibe auch in dem Buch eine Übung, das ist eben barfuß gehen über kühles Moos, nenne ich das. Und man kann natürlich, wenn man ein bisschen trainiert ist und sich die Füße an auch weicheren Untergrund gewöhnt haben, das ein bisschen steigern. Und das fördert unsere Achtsamkeit. Ja? Wir sind sehr schnell bei uns, denn Achtsamkeit ist ja auch so ein Begriff, der Zugang ist nicht immer ganz leicht zur Achtsamkeit. Einerseits scheint es leicht zu sein, aber unsere Gedanken drehen sich immer in einem ewig kreisenden Gedankenkarussell. Und man kann jetzt den Waldspaziergang, das Waldbaden dazu nutzen, das mit Achtsamkeit zu verbinden. Und wenn ich zum Beispiel barfuß auf dem Waldboden gehe, dann bin ich da. Dann bin ich in diesem Moment, weil meine Füße sind erstmal sehr empfindlich. Und dann bin ich achtsam. Ich gehe praktisch achtsam voran und gehe auch erstmal langsam voran. Also auf die Art und Weise kann ich mich zum Beispiel dem achtsamen Begegnen mit dem Wald sehr gut nähern. Ja, wir wissen auch, die Durchblutung wird auch angeregt, ja. Alleine das. Und es ist mittlerweile auch wieder ein absolut neuer Trend geworden, solche Barfußwege ins Leben zu rufen. Und auch das hat natürlich was mit Achtsamkeit zu tun. Denn da geht es manchmal auch wirklich darum, mit geschlossenen Augen Dinge auf sich wirken zu lassen und zu überlegen, wo bin ich da gerade? Mhm. Also das ist ein neuer Trend, obwohl er schon so alt ist. Ja, es ist alt, aber wir müssen uns vielleicht einfach immer wieder dran erinnern. Und im Wald kann man sehr viele verschiedene Achtsamkeitsübungen machen mit geschlossenen Augen. Was passiert da, wenn ich die Augen schließe? Unser Hauptsinn ist der Sehsinn. Und wenn ich die Augen aber schließe, ich suche mir vielleicht einen schönen Platz bei einem Baum, auf einer schönen Waldlichtung, wo es mich eben gerade so hinzieht, schließe die Augen und dann wird das Hören kommt viel mehr in den Vordergrund. Und da nehme ich Dinge wahr, die ich sonst gar nicht so wahrnehme. Auch wenn ich in einer Gruppe durch den Wald gehe und mich ständig unterhalte, das ist schön, das hat auch seine Berechtigung. Aber mal ruhig zu werden und so wirklich mal zu hören, was höre ich? Ist es der Wind, der durch die Wälder durch die Blätter streift? Sind es Vogelstimmen? Höre ich vielleicht irgendwo ein Bächlein rauschen oder so? Ja? Also unsere Sinne zu schärfen, nicht nur das, was wir sowieso jeden Tag machen, das kann man im Wald sehr, sehr gut. Auch den Geruchssinn. Also das, was ganz Frank genau. ja gerade gesagt hat, man verbindet sofort Erinnerungen an früher, wenn man sich auch da mal wieder auf die Sinne einlässt. Ja. Denn ich glaube wirklich, auch wenn das Augenlicht natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sinn ist, so haben wir trotzdem auch mit dem Geruchssinn eine ganz wichtige Bedeutung, die uns auch immer wieder zurückführen lässt. Ne? Ja, absolut. Also Düfte treffen unmittelbar auf das limbische System. Und das limbische System ist sozusagen die Schaltzentrale für das vegetative Nervensystem. Ja. Für unsere Glücksgefühle auch manchmal. Ja, auch, ne? Ganz genau. Also Herzschlag, Atmung, wir kommen in eine andere Taktung, wenn wir im Wald sind, wenn wir die Düfte aufnehmen. Da kommt vielleicht die eine oder andere Kindheitserinnerung hoch. Genau, also das bisschen sich dafür, da die Sinne zu schärfen, zu atmen, aber auch das Taktile, vielleicht mal was anzufassen im Wald, ja, eine Baumrinde, ein glattes Blatt, die Erde. Also diese ganzen Sinnesübungen tun uns gut, uns im Kosmoswald zu bewegen und mehr zu uns zu kommen. Also das hat was unmittelbar Entstressendes, Entschleunigendes und die Wirkung stellt sich sehr, sehr schnell ein. Also das wird jeder spüren. In deinem Buch, da sind auch wirklich viele praktische Anregungen enthalten. Das heißt, wenn man vielleicht manchmal nicht genau weiß, wie kann ich jetzt wirklich dieses Waldbaden am besten verinnerlichen, dann ist es schon eine Art Begleitbuch. Mhm. Für wen hast du es geschrieben? Also ich habe es eigentlich für alle geschrieben, die gerne erinnert werden möchten, dass es den Wald gibt, wie gut der uns tut. Weil es kommt natürlich manchmal, wenn ich im Freundeskreis davon spreche, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dann sagen die manchmal, ja, aber früher hat man das Waldspaziergang genannt. Ja. Ja? Und ich sage mal, ja, früher hat man auch Waldlauf gesagt und nicht Joggen. Aber der Waldspaziergang, mir ist es einfach wichtig, darauf hinzuweisen, man kann eben mit relativen Scheuklappen sich im Wald bewegen und vielleicht in Gespräch vertieft sein, vielleicht hat man das Handy dabei, ja. Und dann kriegt man vom Umfeld natürlich weniger mit, als wenn ich achtsam in den Wald gehe. Und das Buch enthält viele Achtsamkeitsübungen,
Einfach um die Leute anzuregen, was kann ich noch machen. Da sind Atemübungen dabei, ja, dann eben diese Sinnesübungen. Was auch noch enthalten ist, sind verschiedene Baumporträts, wo ich eben beschreibe, ein bisschen so die Mythologie des Baumes. Was hat der bei den Germanen, wie haben die den Baum gesehen? Zum Beispiel die Eiche war heilig. Ja? Es durften früher bei den Germanen keine Eichen gekrallt werden. Was ich gerade aufgeschlagen habe, das ist doch auch schon wieder irgendwie spooky, oder? Ja, ja, du redest über das die Eiche. Das ist die Eiche. Ach, die Eibe. Ja, stimmt, die Eibe. Aber das ist auch, also sehr, die Eibe kann bis zu 2000 Jahre alt werden. Also so muss man sich wirklich mal vorstellen. Ja? Die Eiche 1000 Jahre, die Eibe ist ein ganz geheimnisvoller Baum. Und die Eibe, die hat, galt früher als Schutzbaum. Und viele Menschen hatten Eibenamulette aus Eibenholz. Mhm. Bei der Kiefer, finde ich, da kann man gerade die Düfte natürlich wunderbar wahrnehmen. Mhm. Also da kommt bei mir ganz oft irgendwo wirklich auch so ein Urlaubsgefühl auf. Weil die Kiefer verbindet man natürlich meistens mit irgendwelchen südlichen Ländern. Ja, genau, ne? Genau. Die Kiefer ist einer der Nadelbäume, die lichtvoll ist, die leicht ist, ja, freundlich ist. Fichte und Tanne kann man auch, also das ist immer unterschiedlich, wie jeder das wahrnimmt, aber die Tanne, die hat ein bisschen was Düstereres, ja, und die Tanne ist natürlich für uns, es ist der Weihnachtsbaum, die steht für das ewige Leben, für Wiedergeburt, für Ruhe und Kraft. Also jeder Baum hat so seine eigene Ausstrahlung, hat seine eigene Geschichte in der Mythologie. Und das, ich stelle eben in diesen Baumporträts so verschiedene Bäume vor und dann kann man sich da ein bisschen einlesen und auch praktische Tipps noch gewinnen, wie man Bäume für die Hausapotheke oder für Aromabäder verwenden kann oder auch für die Küche. Also man kann sehr viele Blätter von Bäumen essen, man kann verschiedenste, also nicht nur die Blaubeeren und die Himbeeren, die es im Wald gibt, sondern eben auch viele Blätter essen, gerade im Frühling, und da gebe ich so verschiedenste Tipps dazu. Ja, der Gesang des Waldes, ja, auch etwas ganz, ganz Schönes. Also es ist eigentlich ein Buch, das jeder, der sich ein bisschen verbinden lassen möchte, der vielleicht auch neue Erfahrungen sammeln möchte, ja, in der Tasche dabei haben sollte, denn auch das gehört ja dazu und auch das gehört ja zum Entspannen, vielleicht mal nachzulesen, wo finde ich mich hier, was kann ich jetzt wirklich mit meinem, ja, mit meiner Umgebung anfangen. Ne? Ganz genau. Oder wie kann ich zum Beispiel einen Kraftort finden? Also du hast ja vorher gesagt, das Stichwort, der Wald gibt uns Kraft. Und viele Menschen haben einen intuitiven Bezug zum Wald und zu Bäumen. Und ich mache eben Vorschläge, gebe Anregungen, wie man seinen persönlichen Kraftort finden kann. Mhm. Das Wichtige ist, relativ absichtslos in den Wald zu gehen, ja, nicht sich vorzunehmen, oh, jetzt muss ich dieses, jetzt muss ich jenes, das ist das Schöne, man kann völlig loslassen, sich dort treiben lassen und unsere Intuition sagt uns, wo wir hinwollen, also in dem Moment, wo ich in den Wald gehe, passiert was und ich fühle mich irgendwo hingezogen und dann folge ich dem, ja, und dann komme ich irgendwo an bei einem Baum, vielleicht bei einer schönen Buche mit einem dicken Stamm, die Buchen, die haben so schöne, graue, glatte Stämme, die sehen ein bisschen aus wie so Elefantenfüße. Und dann lasse ich mich da nieder. Und dann mache ich erstmal gar nichts. Und dann schaue ich einfach, wie sieht's aus. Dann schließe ich die Augen. Solche Dinge. Und auch dieses Schöne, diese Wandlung. Also es gibt ja wirklich auch bei einem Wald so viele neue Situationen. Man kommt irgendwo aus einem Tannenwald plötzlich in irgendeinem Birkenwald. Und die gehen ineinander über. Man spürt, dass sich auch irgendetwas energetisch verändert. Also jeder, der, glaube ich, wirklich mal so einen langen Waldspaziergang gemacht hat, der hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die kleinen Gnome und Zwerge unter diesen ganzen Mooshügelchen auch wirklich leben und nachts da rauskommen. Also es hat auch was Romantisches, es hat auch irgendetwas, ja, Fantastisches, Fantasieanregendes. Ne? Es ist nicht das einzige Buch, Bettina, das du geschrieben hast. Denn dir ist es immer wichtig, mit deinen Büchern wirklich auch Menschen mal aufzurütteln, vielleicht mal Dinge anders wahrzunehmen. Wir quatschen gleich ein bisschen weiter, denn es sind Bücher, die ja immer eine Aussage natürlich haben. Und um die geht es auch gleich noch ein bisschen. Und was du sonst noch so alles vorhaben wirst. Aber dass ja so ein Waldspaziergang gut tun kann, das zeigen uns ja zum Beispiel schon, ja, die Königshäuser teilweise, die ja auch sehr verbunden sind mit der Natur. Da fällt mir natürlich das englische Königshaus gleich mal wieder ein. Die Queen, die sehr viel in der Natur unterwegs ist. Rüstige Dame, der Sohn, Prinz Charles, der sich auch sehr viel mit der Natur auseinandersetzt. Also die wissen schon, wie man die Kraft der Natur ja, für sich nutzen kann. Ob die das wirklich so genau wissen, wir können ja mal nachfragen. Bei unserem Adelsexperten, Sie wissen schon wen, natürlich, unserem Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe.
ich meine, wenn es um die Kraft der Natur geht, ich meine, es gibt ja kein besseres Vorbild doch als unsere Queen, die so rüstig ist und ja, die immer noch wahnsinnig viel in der Natur unterwegs ist. Prinz Charles, dem die Natur sehr, sehr wichtig ist. Also die Königshäuser, die sind schon auch sehr verbunden damit, ne? Erstmal hallo, grüße dich. Komplett naturverbunden, meine Liebe, du hast ganz recht. Und zwar Königin Elisabeth, jetzt 92 Jahre alt, 900 Termine im Jahr. Und da muss man schon sagen, da ist sicher auch ein Teil davon, ein gesundes Leben, ein naturverbundenes Leben. Und die Natur hat eine große Tradition in den Königshäusern. Das ist jetzt nicht nur die Liebe zum Land und zur Natur, weil man ist im Adel natürlich Landeigentümer, Grundeigentümer, hütet die Wälder und die Felder. Aber das Zweite ist auch, was ganz wesentlich ist, dass der Adel ja früher sich ernährt hat von der Scholle, quasi von den Wäldern, von den Latifundien. Und das heißt, der adelige Betrieb früher, die royalen Betriebe, waren ja ausschließlich Ländereien. Deshalb ist man so stark verbunden und verbrüdert mit Grund und Boden. Und erst seit Neuem ist ja dann, dass zum Beispiel Prinz Charles in seiner Highgrove Farm anderes hinzugefügt hat, ökologischen Honig oder natürlich auch andere Naturprodukte. Also das ist die neue Entwicklung, Produkte zu machen. Vorher hat man gesagt, man schaut, dass man mit dem Wald wirtschaftet und dass man natürlich die Felder bewirtschaftet. Und das passt eigentlich, die Natur ist riesig. Und das passt eigentlich auch ganz gut, finde ich, wenn man so darüber nachdenkt, zu dem Thema, das du dir heute ausgesucht hast, nämlich die Macht, die der Hofstab, also verschiedene Königshäuser natürlich haben. Das hat natürlich auch was mit Vorbildfunktionen zu tun. Das hat natürlich auch was mit Aufrütteln zu tun. Vielleicht sind sie politisch nicht unbedingt die mächtigsten, weil es da natürlich auch noch die Regierung gibt. Aber sie sind natürlich schon auch mit ihrer Macht Vorbilder für viele und haben damit natürlich auch viel Macht. Ja, also bei der Macht der Königshäuser nur ein kurzes Stichwort. Man denkt sich zwar, es gibt die gewählten Regierungen, aber in den meisten Monarchien muss dann doch die royale Unterschrift mit dem Krönchen unter die Bestellungen gesetzt werden. Der Diplomaten, also der Botschafter, der Minister, der Regierung. Und dadurch ist die Macht eigentlich dann, wenn man nachdenkt, doch wesentlich höher, weil es könnte auch theoretisch diese Unterschrift versagt werden. Mhm. Und dann wird eine Regierung nicht angelobt. Also die Macht ist jetzt gar nicht mal so klein. Aber wie du richtig sagst, Hofstab habe ich mir heute auch ausgesucht, so ein bisschen als Spezialthema. Und der Hofstab innerhalb dieser Königshäuser ist so mächtig, das ist unvorstellbar. Die haben mehr das Sagen als die Royals selbst. Und das meine ich ganz ernst, das kann ich unterschreiben. Es ist tatsächlich so, weil der Hofstab, das sind Mitarbeiter im Königshaus, quasi Beamte, die dort ihr ganzes Leben verbringen, die natürlich eine Struktur in der Hand haben. Ohne die geht gar nichts und das wissen die auch. Und es ist schön, einen Hofstab zu haben, weil er natürlich auch viele lästige Dinge aus der Hand nimmt. Es ist alles erledigt, der Wagen ist geputzt, der Chauffeur steht bereit, die Sekretärin kommt in der Früh, öffnet die Post und legt sie der Königin vor. Zum anderen bedeutet aber Hofstab auch ein extrem starkes Vorzimmer. Über den Hofstab kommt man nicht hinweg. Wenn man mit dem nicht gut steht, dann kommt man nicht an eine Königin, dann kommt ein Telefonat nicht bei einer Herzogin Meghan an oder dann kommt natürlich auch ein Brief an einen Thronfolger Prinz Charles von England nicht. Also der Hofstab hat ganz, ganz viel in der Hand und das in vielen Monarchien. Und da gibt es natürlich die, wo dieser Hofstab besonders stark ist. Das ist jetzt bestimmt in Dänemark, das ist in England so. In Dänemark gerade dieser Hofstab ist die älteste Monarchie der Welt, ist extrem mächtig. Wer mit denen nicht auf Du und Du ist, der kommt einfach nicht ran an die Königs. Und in anderen Ländern ist der Hofstab wieder anders organisiert, wurde komplett neu strukturiert. Das ist zum Beispiel beim Fürsten von Monaco. Fürst Albert hat sich komplett seinen eigenen Hofstab ausgesucht. Die sind wahnsinnig lieb und sehr leutselig. Die verbinden ihn mit den Menschen. Also das ist, sagen wir mal, wirklich eins der berührendsten Fürstenhäuser, weil er einfach so ein toller Mann ist, so ein toller Fürst, der so besonders eng mit dem Volk ist und der wirklich mit den Monegassen auf Du und Du ist, der ein offenes Ohr für sie hat, kommt natürlich auch vielleicht durch dieses Aufwachsen von Fürst Renier, der große Staatsmann, mit seiner großartigen amerikanischen Frau, Fürstin Grace, die früher Grace Kelly hieß. Also ich glaube, das Amerikanische spielt da auch noch ein bisschen mit hinein, dass dort das alles so modern strukturiert ist im Hofstab. Mhm.
Also es ist schon sehr, sehr spannend. Man denkt immer, wobei man ja schon immer das Gefühl hat, dass man so leicht an die Königs persönlich nicht rankommt. Also dass die natürlich auch abgeschottet werden, dass nicht jeder wirklich die Privattelefonnummern von der Queen jetzt unbedingt hat, sondern dass man da natürlich verschiedene Wege gehen muss. Aber es ist natürlich wirklich auch interessant, denn die Macht ist natürlich trotzdem da. Bestechungsmäßig wird es da bestimmt auch das ein oder andere geben, oder? Absolut, das geht in zwei Richtungen. Also wenn man jetzt sagt, Fehltritte dieser königlichen Mitarbeiter des Hofstabs, da sind zwei Faktoren ganz wesentlich. Der eine Faktor ist, wenn das Vertrauen missbraucht wird. Das heißt, die haben zwar alle knallharte Verträge, es wird nichts darüber gesprochen, was man im Beruf erlebt. Man darf nichts über das Königshaus ausplaudern. Aber dann kommt oft das ganz verlockende Angebot von der Presse oder von einem Buchverlag und dann packt schon mal so ein königlicher Leibwächter oder ein Butler oder ein Sekretär aus. Wenn sie ganz viel bekommen, geben sie gar ihren Namen her und man weiß, wer ausgepackt hat. Wenn sie weniger Geld bekommen, dann ist das die sogenannte anonyme Quelle und darauf bezieht sich natürlich ständig die Klatschpresse. Da weiß man dann leider nie, wurde die anonyme Quelle bezahlt oder gibt es sie gar nicht und wurde sie frei erfunden? Das ist dann natürlich nicht nachweisbar. Und das Zweite ist, dass natürlich die sehr beschenkt werden. Also wer einen guten Zutritt zum Königshaus haben will, der muss diesen Hofstab verwöhnen. Die bekommen jetzt nicht nur Blumen und Bonbonieren, sondern auch Reisen und Vorteile und Autos geschenkt. Also die werden gleich verwöhnt wie die königliche Familie selbst, weil das sind die Hüter der Palast. Und ohne Zugang zu den Mächtigen hilft dir das Ganze gar nichts. Wenn man wen braucht, dort oben im Königshaus, muss man mit dem Hofstab gut sein und die auch ein bisschen mal verwöhnen. Also die haben auch gerne mal die Hand offen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Das waren mal wieder sehr interessante Einblicke, mein Lieber. Du hilfst den Menschen natürlich auch wieder mehr Einblicke zu finden. Allerdings, was die eigene Persönlichkeit anbelangt, denn auch du bist bei unserem Partner Questico ein Berater, den man natürlich auch, egal wo er in der Weltgeschichte herumschwirrt, immer erreichen kann. Und ich nehme an, auch heute hast du deinen Computer schon wieder hochgefahren und bist gleich für unsere Zuschauer ebenfalls zu erreichen, oder? Ja, ich bin jetzt auf Questico erreichbar und was jetzt spannend ist, wir haben jetzt doch August, jetzt muss man sich mal vorstellen, es ist nicht mehr lange bis zum Jahresende hin und spätestens mit dem August ist es bestimmt wichtig, mal in sich zu gehen und schauen, ist denn das Jahr schon so, wie man es will? Hat es sich so entwickelt, was man von diesem Jahr eigentlich wollte, wie das Jahr begonnen hat? Und wenn nicht, vielleicht ist es dann mal ganz gut, einen Questico-Berater anzurufen. Ich bin gerne auch erreichbar und schauen, dass wir alles in Fahrt bekommen, dass dieses Jahr noch ein richtiges Powerjahr wird, weil wir haben noch ein paar Monate 2018. Genau, wobei über die Hälfte schon um ist. Verrückt, oder? Wie schnell die Zeit vergeht. Mein Lieber, außerdem lohnt es sich natürlich auch wieder heute auf unserer Facebook-Seite vorbeizugucken, denn da nimmst du uns ja ein bisschen immer mit durch die Weltgeschichte und wo du uns dieses Mal hin entführst, das können Sie alles erkennen, wenn Sie bei Facebook einfach mal bei Leichter Leben vorbeischauen. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe. Bis die Tage. Schöne Woche. Arrivederci. Danke. Servus. Servus. Unser Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe über unseren Partner Questico ebenfalls zu erreichen, wie die Dame hier auch. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Kommunikation, das A und O in unserem Leben. Das heißt, wir müssen auf unsere Worte natürlich immer aufpassen, achtsam sein mit dem, was wir zu Menschen sagen. Aber es ist viel mehr als nur die Worte. Man kann viele Dinge auch erkennen. Richtig. Ist jemand offen? Ist jemand verschlossen? Genau. Du hast dich mit diesen Themen wirklich auseinandergesetzt, um den Menschen auch zu sagen, dass wir eben über Sprache und Körpersprache ja auch vielleicht mal unsere Sinne verändern können. Richtig, richtig. Also ich werde eben sehr, sehr häufig mit Menschen konfrontiert, die sagen, fragen, kannst du mal den ändern und kannst du mal den ändern? Und das ist dann immer eine Gratwanderung, dem Menschen, den man am Telefon hat, zu erzählen, nur du kannst dich verändern, um etwas anderes zu verändern. Und da kann ich den
Trick mit der Schwiegermutter eben wirklich den Menschen ans Herzen legen. Ich habe es selber ausprobiert, jetzt nicht mit meiner Schwiegermutter, aber mit einem anderen Menschen, den ich nicht so doll mag. Und ich habe dann an etwas Gutes gedacht, was ich mal erlebt habe. Im Beisein dieses Menschen, und das ist wirklich sehr schwer, weil du hast ja eine starke Antipathie, aber ich habe es dann auch selber geschafft. Und was soll ich euch sagen, es ist wirklich ein ganz lieber Freund geworden in meinem Leben, den ich komplett falsch gesehen habe. Also auch als Lebensberater probiere ich meine Themen, die ich mit meinem Gegenüber bespreche, auch selber aus. Und es ist total toll, mit Menschen zurechtzukommen, nur weil man seine Körpersprache etwas verändert. Ja, es ist ja meistens so, und dann sind wir auch wieder beim Wald, nämlich wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch wieder zurück. Das heißt, das Gesetz der Anziehung, das Resonanzgesetz, dass wir sofort mitbekommen, wenn du zum Beispiel bei uns im Studio bist und anfängst einfach zu lachen, dann werden wir natürlich schon angesteckt. Und würdest du hier reinkommen und hättest schlechte Laune, ich glaube, dann wäre es auch schon schwieriger, mit dir das Gespräch zu führen. Ja, das stimmt. Wenn man denn so sitzt. Nein, da ist es doch viel schöner, du lachst mal wieder. Aber es ist eben nicht nur dieses hier, sondern ich glaube, manchmal interpretieren wir auch in Gedankengänge oftmals von Menschen etwas Falsches hinein. Das heißt, wir gucken den Menschen an und haben das Gefühl, der mag mich bestimmt nicht. Absolut. Dann sind wir verschlossen, dann haben wir das Angst, stimmt, auf den zuzugehen, anstelle einfach vielleicht mal darüber nachzudenken, der meint mich gar nicht, der hat vielleicht nur einen komischen Tag. Absolut richtig. Also gehen wir anders auf ihn zu. So sieht es aus. Und das ist einfach auch die Kunst, die wir haben, um offen zu sein. Und wir Lebensberater, glaube ich, die meisten von uns haben schon viel erlebt. Und wenn du mich jetzt so fröhlich erlebst, dann ist das auch ein Teil von mir. Aber wenn ich jemanden am Telefon habe, ich bin leider nicht multitaskingfähig. Ich kann mich dann nur auf diesen Menschen einstellen. Und ich denke, das ist auch was sehr, sehr Wertvolles, dass jemand auch einfach mal zuhört. Auch als Lebensberater darf man einfach mal zuhören. Und wir kommen immer schnell, weil wir denken, ja, wir müssen schnell auf den Punkt kommen. Und jetzt gleich bei Astro TV, da muss ich einfach schnell auf den Punkt kommen. Aber wenn man mich bei Questico anruft, dann kann ich natürlich auch mir so viel Zeit nehmen, wie mein Gegenüber Zeit braucht. Mhm. Und als Lebensberater finde ich, das ist es eine Berufung. Es ist nicht mein Beruf, es ist meine Berufung, mit meinem Menschen ein Team zu bilden. Ich höre zum Beispiel ganz, ganz schnell, ob ein Mensch mehr sich fühlt oder ob er mehr sieht oder das riecht oder das hört sich gut an. Dann spreche ich natürlich auch in der Sprache, wenn jemand zu mir sagt, du Frank, das hört sich gut an, dann habe ich ganz viel, was mit Hören zu tun hat in diesem Gespräch, damit ich mein Gegenüber möglichst schnell erreiche. Naja, einlassen natürlich. Jeder Mensch ist individuell und ihr habt wahrscheinlich auch in eurem Kundenstamm so viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist schon toll. Und auf jeden muss man natürlich auch dementsprechend eingehen. Kriegst du das sofort aber schon so ein bisschen ins Gefühl, dass man einfach weiß, der braucht jetzt vielleicht den sanften Tritt in den Hintern und der braucht schon mal den etwas stärkeren und der darf ruhig auch mal ein bisschen stärker werden. Ja, also jetzt bei Astro TV habe ich das gelernt, ziemlich schnell festzustellen, was dieser Mensch braucht. Wenn ich bei Questico arbeite, muss ich das nicht ganz so schnell machen, aber ich kann das natürlich ziemlich schnell erkennen, wie die Stimme ist. Mhm. Ich habe gestern was Tolles erlebt. Da war eine Frau, die war ganz, ganz schüchtern. Und wer mich anruft, braucht nicht schüchtern zu sein, weil ich bin, glaube ich, ganz normal. Und die war so ganz schüchtern und nach dem Gespräch war die fröhlich. Und dann ist das für mich so, ja, den Menschen habe ich da abgeholt, wo er gerade steht und das ist die Kunst. Und das ist eigentlich auch immer das, was hier bei uns an erster Stelle steht, nämlich Menschen wirklich abzuholen und ihnen wieder ein gutes Gefühl zu geben. Und natürlich haben wir viele Kritiker und natürlich haben wir viele, die uns Scharlatanerie und Blödsinn und solche Dinge vorwerfen, aber auf der anderen Seite ist es doch was Wunderbares, jemand mal wieder ein bisschen Licht ins Leben zu geben und damit einfach mal wieder ein bisschen leichter durchs Leben zu laufen, oder? Also ich habe den schönsten Beruf der ganzen Welt. Mhm. Auch wenn die Gespräche manchmal natürlich auch hart sind und du nicht immer, quasi lachend durchs Leben laufen kannst. Das stimmt. Und wer mich jetzt hier erlebt, ich kann wirklich auch ernst. Aber ich denke einfach, dass jeder Mensch bei einem Lebensberater auch Lebensfröhlichkeit spüren möchte. Mhm.
Weil nur wer fröhlich ist, kann andere auch anstecken. Nur wer selber brennt, kann selber andere Menschen entflammen. Ich glaube, dieser Begriff Energieräuber, der ist nicht von irgendwoher gekommen, sondern es gibt Menschen, in deren Umfeld man sich nicht wohl fühlt, die einem nicht gut tun. Richtig. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, sich vor diesen Energieräubern, vielleicht auch mit Hilfe von dem Schwiegermutter-Effekt zu schützen, indem man sich positive Gedanken macht und sich einfach ja vielleicht auch eine kleine Schutzmauer aufbaut. Genau. Die Kraft wissen wir auch, woher wir sie nehmen können, nämlich aus der Natur. Ein schöner Waldspaziergang. Sagt man ja auch, der macht Kopf frei, der macht Seele frei, der macht Absolut. Geist frei und der tut uns natürlich allen gut. Du tust gleich den Menschen wieder gut, mein Lieber, Vielen denn Dank. Gleich bist du im Studio nebenan für unsere genau. AstroTV-Zuschauer da. Frank Bernhard hat, können Sie von 15 bis 16 Uhr erreichen. Wie lange bleibst du in Berlin? Bis Freitagmorgen. Ach, dann laufen wir uns ja noch ein paar Mal über den Weg. Herrlich. Und du gibst Vielen natürlich Dank. Die guten Energien auch von ja quasi deinem... Kumpel ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, ne? Stimmt, nein, aber er ist schon ja, er ist trotzdem irgendwie ein Best Buddy von dir, Erzengel Michael und die Energien, auch die so eine schöne Sache, genau, der an die Zuschauer weiter. Ja, und Sie können übrigens morgen auch von Frank Bernhard eine Erzengel Michael Münze gewinnen. Die gibt es genau. allerdings erst morgen, denn heute haben wir was anderes sehr sehr schönes für Sie, ein wunderbares Buch und das sollte eigentlich auch bei niemandem zu Hause fehlen, denn es ist das kleine Anleitungsbuch, wie man das Waldbaden richtig machen kann. Von Bettina Lemke. Die hat dieses Buch nämlich geschrieben und die ist heute bei uns im Studio, stellt es auch vor. Und wir wollen heute von Ihnen wissen, schwierig zu beantworten, aber worum geht es eigentlich heute in der Sendung und beim Thema von Bettina Lemke? Um A, Waldbaden oder B, um Achterbahn fahren? Unter den eingeblendeten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es auch etwas teurer werden. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre müssen Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Bettina, dir ist der Mensch auch wichtig. Und auch du bist in irgendeiner Form quasi eine Art Lebenshilfe, eine Art Lebensberaterin. Warum hast du dich irgendwann mal mit diesen Themen auseinandergesetzt, mit Themen, die uns ja alle bewegen? Ich glaube, das ist mir einfach ein inneres Anliegen. Das sind immer Themen, die in erster Linie mich interessieren. Und wenn ich auf ein Thema stoße, dann lese ich mich ein, ich recherchiere dann viel. Ich schaue, ob es bei mir klingelt. Es muss erst mal innerlich klingeln. Und ich bin ein Mensch, der sehr projektfreudig ist und ich kann mich eben für viele Themen erwärmen und interessieren. Und wenn dann ein Thema, ich sag mal, genug hergibt, dass ich es spannend finde und interessant finde und ich das Gefühl habe, das könnte auch für andere Menschen interessant sein, dann entsteht daraus gerne mal ein Buch. Was ich ganz schön finde, ist, es sind natürlich auch keine neuen Aussagen, die du hier triffst. Also jeder weiß natürlich, und das seit vielen, vielen Jahren, dass die Natur uns Kraft gibt, dass es auch schön ist und gut tun kann, durch den Wald zum Beispiel zu spazieren. Auf der einen Seite ja auch so ein Waldbad zu nehmen. Aber es sind viele tolle Anregungen, die einen mal wieder so zum Nachdenken bringen. Ne? Also wir vergessen das manchmal. Also es ist, glaube ich, so eine kleine Erweiterung. Es ist also ich führe die Leute eigentlich nur auf die Spur dessen, was sie eigentlich schon wissen. Also ich sage, wir wissen selber schon sehr viel. Wir brauchen nicht immer viele komplizierte Anleitungen, um was umzusetzen, gerade wenn es eben ums Thema Waldbaden geht. Da ist der Zugang denkbar einfach, aber es ist eine kleine Kombination, es ist ein bisschen eine Fortführung. In dem Buch kann man eben fundierte Informationen finden, konkrete Anleitungen, was man alles so machen kann. Und ich glaube, dass dieser Trend, Waldbaden ist mittlerweile ein Trend, also in den USA. Ich habe gerade gehört, Barbara Becker ist jetzt auch auf das Thema Waldbaden gestoßen. Ja. Das trifft so ein bisschen auf unsere Sehnsucht nach der Natur und nach dem Einfachen. Mhm. Und in Deutschland leben ungefähr 75% der Menschen in Städten. Und die Zahl nimmt ständig zu. Und da ist einfach eine Sehnsucht da nach diesem Ausgleich. Und es ist auch nur gut so. Mhm. Und man sollte eben, wenn man jetzt in der Stadt lebt, dann sollte man einfach auf seine innere Stimme hören. Und wenn man die Stimme mal vergisst, und das kann im Stress passieren, wenn man zu viel zu tun hat, dann begegnet man vielleicht
positiven Anregungen in Form von Büchern, in Form von Freunden, die einen auf Themen bringen. Und dann kann man das hoffentlich in dem Moment aufgreifen und für sich umsetzen. Ja, und es ist ein schöner Weg, wirklich im Kleinen mal anzufangen und mal wieder achtsam wirklich mit sich selber auch zu sein, Dinge vielleicht auch wirklich zu spüren. Es ist quasi, und das glaube ich, kommt auch in irgendeiner Passage des Buches vor, es ist quasi so, dass Yoga ohne Yoga zu machen, also eigentlich noch viel entspannter. Oder? Ja, es heißt so, Waldbaden sei das neue Yoga, wobei ich tatsächlich zwei Yoga-Übungen in dem Buch drin habe, weil es gibt eine Yoga-Übung, die drängt sich förmlich auf und die heißt der Baum. Der Baum. Genau, und die ist da zum Beispiel dabei. Wer da Lust hat, der kann das natürlich machen, ist aber kein Muss. Mhm. Jeder kann so sich ein bisschen raussuchen, was er gerne möchte. Genau, und das finde ich ist eben auch dieses Tolle. Natürlich ist es ein Buch, das uns Anregungen gibt, aber jeder ist individuell und bei dem einen blättert man vielleicht drüber, weil man es nicht ganz so interessant findet, aber bei dem anderen bleibt man dann doch irgendwie hängen und denkt, ja, das probiere ich jetzt auch mal aus. Also wohin bringt dich deine Reise? Also ist es so, dass Dinge wirklich dir dann auch selber in den Schoß fallen, also dass du aufmerksam wirst, wie durch einen Begriff Waldbaden und dann... Ja, entfacht sich schon wieder das nächste Thema. Ja, genau. Also ich bin in der Welt, ich bin aufmerksam in der Welt oder ich versuche es zumindest. Und wenn man dann mit offenen Augen da guckt, dann begegnen mir immer wieder Themen. Es begegnen mir einfach Themen und das ist eben, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen dieser Impuls, mich interessiert was, ich lese mich ein und wenn das dann genug hergibt, dann befasse ich mich damit und gebe das eben auch gerne an andere Menschen weiter. Man kann quasi schon so eine kleine Sammlung von dir zu Hause, nach Hause holen. Das heißt, wenn Sie natürlich auch mehr von Bettina Lemke erfahren wollen, mehr von den Büchern, dann gebe ich Ihnen einen kurzen Tipp. Es reicht einfach, deinen Namen quasi wirklich auch im Internet, in Google, in die Suchmaschine einzugeben. Und da kriegen Sie wirklich viele, viele schöne Anregungen. Ich glaube, was hier auch wichtig ist, sind, dass diese Bücher eben einfach zu verstehen sind. Ne? Also wir leben in dieser neuen Welt der Spiritualität, der Achtsamkeit. Aber manchmal ist es eben auch nochmal eine Sprache, da verliert man manchmal diese Lust. Aber diese Lust, die bekommt man bei dir beim Lesen, weil eben alles auf den Punkt gebracht ist. Ne? Ja, schön, dass du das sagst. Ich versuche, die Sprache einfach und klar zu halten, aber trotzdem fundierte Informationen an den Lesern an die Hand zu geben. Weil das Leben muss nicht komplizierter sein, als es ist. Und ich habe von einem Leser ein sehr schönes Feedback bekommen, der eigentlich kaum Bücher liest. Ja? Das ist ein Bekannter von mir und der hat jetzt das kleine Buch vom Waldbaden gelesen und hat in seinem persönlichen Feedback geschrieben, die einfache, klare Sprache hätte ihm sehr gut gefallen, unter anderem. Ja. Also wenn das so gelungen ist, dann freut es mich und ich versuche es auf alle Fälle so zu gestalten, weil ich weiß noch an der Universität, man liest da sehr viel und das ist hochkomplex, ja, und das klingt immer alles wahnsinnig kompliziert, aber letztlich die Kernbotschaft lässt sich meistens leichter ausdrücken. Genau, das ist ja auf jeden Fall gut gelungen. Mehr Informationen natürlich zum Waldbaden bekommen Sie auch auf unserer Facebook-Seite. Mehr Informationen zu Bettina Lemke bekommen Sie auch im Internet und da wird wahrscheinlich schon wieder irgendwie das nächste Projekt in deinem Kopf heranwachsen. Du kommst gerade aus Irland zurück, auch da Kraft der Natur, also auch da hast du bestimmt das ein oder andere Thema gefunden, oder? Da wird sicherlich noch mal was entstehen, ja. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, man sieht sich ja in dieser Schnelllebigkeit. Früher hat man immer gesagt, man sieht sich zweimal. Mittlerweile habe ich das Gefühl, man sieht sich noch viel, viel öfter. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwann mal wieder hier bei uns sitzen wirst. Vielleicht nicht unbedingt hier, sondern in unseren neuen Räumlichkeiten. Kleiner Hinweis mal wieder in eigener Sache. Wir ziehen ja im November um, damit Sie schon mal darauf vorbereitet sind. Aber es geht natürlich trotzdem weiter mit leichter Leben. Dann allerdings in einer anderen Optik, was ja auch ganz gut ist. Man soll im Leben nie stehen bleiben. Genau, deswegen ein Spaziergang durch den Wald. Bettina, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Vielen herzlichen Dank bei Ihnen natürlich fürs Zugucken. Wir gucken mal auf den Spruch des Tages. Der hat bestimmt heute auch was mit der Natur zu tun. Bäume sind offensichtlich vernünftiger als wir, denn sie streben nach dem Licht. Sehr schön. Und auch sehr schlau. Wenn Sie mal Lust haben, bei uns vorbeizukommen, ja, dann tun Sie das. Und wenn Sie auch noch ein Produkt mitbringen oder vielleicht ein Projekt vorstellen wollen, ja, dann freuen wir uns natürlich auch. Schreiben Sie uns an leichterleben@astrotv.de, denn wir stellen Ihnen immer gerne interessante Menschen vor. Menschen, die man vielleicht sonst nicht unbedingt ständig zu sehen bekommt. Deswegen heute auch Bettina Lemke. Dich kennt man natürlich schon auch als Autorin, aber vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer heute zum ersten Mal aufgefallen. Und dann finde ich das immer sehr schön, wenn wir Ihnen so nette Persönlichkeiten
vorstellen können. Morgen geht es übrigens auch noch mal um Aktivität. Allerdings bei dieser Hitze muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Da wird uns der Fitnesspapst Berlins aufklären. Stefan Maliot ist morgen zu Gast. Vielleicht hat er auch die ein oder andere leichte Übung mitgebracht, die man zum Beispiel auch im Wald machen kann. Könnte ja sein. Haben Sie einen schönen Nachmittag. Vielleicht jetzt mal rausgehen, in die Natur gehen, einen Waldspaziergang genießen, denn der da findet man bestimmt auch mal ein schattiges Plätzchen. Und es ist kühler im Wald. Eben. Auch das sollte man sich mal treiben lassen. Bis morgen.